Sie ist gerade mal 17 Jahre alt und zieht schon die Massen an. Bei der Autogrammstunde von Lina Larissa Strahl im Cinemax am Raschplatz in Hannover wollten am Sonntag hunderte kleine Kinobesucher eine Unterschrift von ihr ergattern. Die Jungschauspielerin aus Seelze ist derzeit im Film Bibi und Tina voll verhext als Bibi Blocksberg zu sehen. Die Rolle spielt sie bereits zum zweiten Mal und lockt auch mit der Fortsetzung wieder jung und alt ins Kino. Bibi Blocksberg spricht ja nicht nur junge Menschen an, sondern auch viele ältere. Was glaubst du, warum ist diese kleine Hexe so beliebt? Ich glaube, weil Bibi einfach eine sehr fröhliche, also bei Bibi und Tina jetzt zum Beispiel ist es ja eigentlich immer schön. Also da, ich meine, da passieren so Unfälle oder es wird geklaut oder sonst was, aber es gibt ja meistens eigentlich immer Happy Ends und ich glaube, das ist einfach das Schöne, wenn man so in so eine Welt einen Einblick hat, wo man sich entspannen könnte und wo alles schön ist und wo es Happy Ends gibt, ja, das ist, glaube ich. Und gerade wenn solche Kultfiguren, also wie Bibi Blocksberg, ins Kino kommen als Realverfilmung, gibt es ja immer bei den Menschen also extrem viele Erwartungen. Ja. Also wie bist du dann mit diesem Druck umgegangen? Also wie war es für dich, Bibi zu spielen? Also ich, da es mein erster Kinofilm war, habe ich da eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht am Anfang. Ich habe nur gedacht, ja, okay, cool. Und keine Ahnung, wenn jetzt dann im Internet solche komischen Sachen da stehen, ja, dann ist das halt so. Dass, ich glaube einfach, der Film ist für Kinder und halt für die Eltern von den Kindern und dass dann da nicht 25-Jährige reingehen und sagen, boah, es war der beste Film meines Lebens, ist mir eigentlich klar. Und jetzt, wenn dann welche kommen von wegen, ja, Sidonie von, wie sie jetzt heißt, die aus den anderen Bibi-Filmen hätte Bibi jetzt spielen sollen, dann sie ist jetzt über 20, wie soll sie denn das machen, eine 13-Jährige spielen. Und ja, man muss damit halt, man darf das nicht so an sich ranlassen. Also ich fand es sehr toll, Bibi zu spielen. Und wie hast du es geschafft, so Schule und die Dreharbeiten zu vereinbaren? Das ist eigentlich ganz einfach noch, weil wir drehen halt in den Sommerferien, also 6 Wochen durch, beziehungsweise 8, dann fehlen halt mal 2 oder 3. Und sonst, man muss sich halt ein bisschen mehr Mühe geben, weil man öfters mal fehlt, aber das lässt sich machen. Und bei dem Soundtrack zu den beiden Filmen singst du ja auch jeweils ein paar Songs. Was magst du denn lieber, singen oder schauspielern? Die Frage kommt immer und ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, weil ich mag einfach beides. Und ich finde zum Beispiel beim Schauspielern ist die Atmosphäre drumherum besser. Und beim Singen, das ist immer, gerade das, was ich mache, gefällt mir gerade dann besser. Gefällt mir dann auch nicht besser, aber das mache ich halt gerade dann. Das macht dann halt gerade Spaß. Das sind Bibi und Tina, Adios und Sabrina. Sie jagen und blühen, sie reiten und schwimmen. Wer ist das? Gräfin Vlad. Ich stecke fest. Ich hab keinen Bock mehr. Mann, ey.